Noch kommen chinesische E-Autos vor allem mit dem Schiff nach Europa. Doch jetzt baut BYD in Ungarn ein neues Werk, um drohende Einfuhrzölle der EU zu umgehen. Die neue BYD-Gigafabrik entsteht im Südosten Ungarns in der Nähe der Stadt Szeged. Wo man jetzt noch Baustellenfahrzeuge sieht, sollen täglich 1000 Elektroautos vom Band laufen. Das Ziel scheint klar. BYD will der führende Hersteller von E-Autos in Europa werden und dafür Ungarn als Sprungbrett nutzen. Gehen die Pläne auf, entstehen tausende neuer Arbeitsplätze. Ich finde das sehr gut, weil dadurch Arbeitsplätze geschaffen werden. In unserer Stadt gab es bislang wenig Industrie. Das verbessert sich jetzt. In einer Hinsicht ist das sehr gut, weil Arbeitsplätze geschaffen werden. Aber ich denke, dass es schädliche Auswirkungen auf die Umwelt haben wird. Und das ist gar nicht gut. Bedenken, die man 200 Kilometer weiter nahe der Stadt Debrecen teilt. Eva Kosma hat dort eine Bürgerinitiative gegründet und kämpft gegen einen anderen chinesischen Großkonzern. CATL baut nur wenige Kilometer von ihrem Zuhause entfernt eine neue Batteriefabrik und investiert 7,5 Milliarden Euro. Insgesamt sollen 7 solcher Fabriken in der Umgebung entstehen. Einige sind auch schon in Betrieb. Tatsächlich haben die Bewohner der umliegenden Siedlungen überhaupt kein Mitspracherecht und keinerlei Einfluss auf das Projekt. Die Behörden erklären, ungeachtet der Anwohner, die Fabrik wird auf jeden Fall gebaut. Und welchen Plan verfolgt die ungarische Regierung damit? Ministerpräsident Viktor Orbán steht in der EU stark in der Kritik. Immer wieder stellt er sich gegen Beschlüsse der EU und schießt quer. Weil freie Presse und Justiz in Ungarn bedroht sind, hat die EU Milliardenzahlungen eingefroren. Das reißt große Löcher in die ungarische Staatskasse. Deshalb sucht Viktor Orbán finanzielle Unterstützung in autoritär regierten Staaten wie Russland und vor allem in China. While Hungary in previous decades In den letzten Jahrzehnten hat Ungarn seine westlichen Kontakte genutzt, um seine wirtschaftliche Entwicklung zu finanzieren. Mittlerweile hat sich das Land vom Westen abgewandt und ist nun auf chinesische Mittel für den Bau seiner Infrastruktur angewiesen. Und was heißt das für die Menschen, die in der Nähe der Riesenfabriken leben? Eva Kosma und ihre Bürgerinitiative haben auf eigene Faust Luftmessungen durchgeführt. Sie haben festgestellt, die Emissionen rund um die Fabrik liegen über der Norm. Sie berichtet auch, dass giftige Abwässer aus einem Zuliefererbetrieb in einen Graben in der Nähe gelaufen sind. Nur durch Hinweise aus der Bevölkerung kam die Wasserverschmutzung heraus. Staatliche Stellen würden das nicht ernst nehmen, sagt sie. Eine Aufsicht gibt es nicht. Wir haben einfach Angst vor der Verschmutzung des Bodens, der Luft und des Wassers. Außerdem, wo soll der ganze Strom für die Fabriken herkommen? Wir fürchten, dass die Umwelt so weit geschädigt wird, dass wir unsere Häuser verlassen müssen. Eva Kosma und ihre Bürgerinitiative haben nichts gegen die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Sie wollen aber, dass europäische Umweltstandards auch für chinesische Unternehmen gelten.